Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und hier sind richtig viele Roboter am Fliegen und am Tun und am Machen. Und das hat einen großen Grund. Wir reißen nämlich in der alten Firma auch schon was ab. So, jetzt werden wir mal ganz kurz hier. Uiuiui, da wird man ja schwindelig mit der, wenn man das sieht. 1, 2, 3, 4, 5. Da müsste der erste sein, ne? So, drehen wir das mal ganz kurz. Genau, ein mehr als erwartet. So, das heißt, hier geht schon mal was quer zu bauen und der geht hier noch quer zu bauen. So. So wird dann Schuh draus. Wir müssen nämlich die drei Förderbänder, die jetzt hier über sind, die müssen wir da anbinden. Ja, wir nehmen das dann da hinten hin und das muss nachher sowieso, das wird hier sowieso dann ein heilloses Durcheinander, ne? Dann können wir es auch gleich hier ein heilloses Durcheinander enden lassen. Wie auch immer das wird. Wurscht. Was kriegen wir denn hin? Hier müssen wir mal ganz kurz gucken. Habe ich noch ein bisschen Beton? Habe ich nicht. Doch, ich habe hier 13 Betonplatten irgendwo hergekriegt. Hier müssen wir mal gucken. Da können wir zumindest zwei Reihen uns anzeigen lassen, andeuten lassen, wo wir sind. Hm, natürlich. Natürlich. Aber falsch, ne? Guck mal wieder her hier. So. 13 Beton. Achso, das ist ein zu groß. So. So. Also, da in etwa, da kommt dann der Unterirdische hin. Jut, 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 jut. Gut. Also, dann machen wir jetzt einmal unterirdisch durch. Wo ist unterirdische Förderbänder? Haben wir hier. So. Einmal hier unten durch. Sehr schön. Dann hier auch einmal unten durch. Und nochmal unten durch. Jetzt war daneben geklickt. So, dann bauen wir dann nämlich schön alles schon mal hier an. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt... theoretisch müssten wir eigentlich ganz nach unten gehen, was denn hier dieser Funkbereich ausgeht. Und wir können mal gucken, wo müsste ich den denn hinsetzen? Kann ich den denn setzen da an der Stelle, wo ich ihn setzen müsste? Ein lauter Förderbänder da in der Nähe. Brauche ich das da? Ja, das brauche ich da sogar zum großen Teil. Ah, schade, 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 Limonade. Aber da unten kommt erst die nächste Straße wieder hin, ne? Eigentlich müsste ich genau da unten quer gehen und dann quasi das, was da ganz vorne dran kommt. Oder ich muss die hier hochlegen, dass die auf der Seite hochgehen. Dass die sich dann so einreihen. Hm. Ja, irgendwo muss ich es immer über Kreuz legen, glaube ich. Aber wir müssen sie nicht unnötig verkomplizieren, ne? Also wir könnten jetzt die drei nehmen, könnten da hinten rangehen und gut ist, ne? Wir können ja die anderen einfach gerade von unten durchziehen lassen hier. Na gut, wir werden sehen. Also wir legen das Förderband jetzt quasi dann hier dran. Das heißt, wir machen hier eine Ecke rein. Wir machen hier eine Ecke rein. Hier sauber bis dahin und das hoch legen wir bis dahin. Dann kommt das weg. So, dann brauchen wir hier dieses Förderband. Das muss dann noch ein bisschen verlängert werden. Warte mal. So. So, so. So. Ich hab keine Förderbänder mehr. Nein, das glaube ich ja jetzt nicht. So, dann gucken wir mal hier auch irgendwo, haben wir auch Lagerkisten mit Förderbändern. Das soll jetzt natürlich weniger unser Problem sein. Förderbänder, da hatte ich doch was, ne? Guck mal an hier. So, bitteschön, dankeschön, gern geschehen. So, dann ist quasi dieses Förderband das, was hier hinten dann hochgeht. Das können wir natürlich auch schon mal hier dann verlängern. Wo haben wir denn hier unseren... Da. Das können wir denn hier auch schon verlängern. Das oberste natürlich noch ein bisschen mehr als das unterste. Da müssen wir natürlich dann drauf achten. So, dass wir dann hier... So... Das dann auch noch verlängern. So. Und dann machen wir hier gleich weiter. So. Jetzt müssten wir eigentlich das einzelne Blueprint hier nehmen. Das habe ich doch, glaube ich, auch hier, ne? Oder? Ja. Gut, das kann ich auch nehmen. Das kann ich bis hier hinten durchziehen. Hups, hier muss ich den Blueprint mal nochmal auslöschen. Hier müssen wir gucken, wo wir denn unterirdisch langkommen müssen. So. Denn hier kommen wir natürlich erst von unten hoch. Ich weiß gar nicht, ob er im grünen Bereich baut er auch, ne? Ja. So, hier kommen wir von unten hoch.
So. Sehr schön. Gut. Das heißt, den hier die Ecke basteln. Zack. 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 So. So, da geht das rum. Dann geht das da lang. Das da lang, das da lang, das da lang. So. Achso, da müssen wir natürlich noch den, das Unterirdische machen, genau. Das dürfen wir jetzt natürlich nicht vergessen. Das kommt von hier an. Okay. Von da bis da. Ne, das ist kurz. So. Gut, dann brauchen wir hier nochmal ein Förderband. Hammer. Da. Sehr schön. Gut, dann ist das Holz jetzt hier unterwegs. Das ist unterwegs. Das ist unterwegs. Gut, dann müssen wir dann jetzt hier die Ecken bauen. Und ich könnte hier auch mal so eine Ecke in mein Repertoire aufnehmen, ne? So. Heißt, wir brauchen hier eine Ecke. So. Hier brauchen wir dann nach unten weiter. So. Und hier müssen wir auch noch nach unten weiter. Das ist falsch. So. Und dann können wir hier die Ecke bauen. So. Schick. So. Ah, hier auch noch schnell. So. Gut. Und dann geht das hier unterirdisch durch. Das war daneben. So, so. Das war falsch. Schade, ich wollte mal gucken, ob ich irgendwo ein bisschen schneller bauen kann, aber nee. Haben wir es wieder verkackt. Gut, okay, also das haben wir jetzt hier im Bus drin. Die drei Materialien, die wir nachher dann auch für die Chip-Produktion brauchen, sind alle hier gegeben. Oh, gut. Das gefällt mir. Und jetzt fällt mir gerade ein. Holz brauche ich doch schon hier unten, ne? In der Höhe. Ich muss den doch da unten lang ziehen. Ich muss den doch da unten lang ziehen. Na gut, dann können wir das erst machen, wenn die rote Produktion steht. Dann müssen wir das hier nochmal umlegen, dass die dann hier komplett quasi so quer durchgehen und nach da oben gehen. Weil eigentlich Eisen, brauche ich hier noch Eisen? Eisen brauche ich noch ein bisschen für die Schütze, ne? Ein paar brauchen Eisen. Aber sonst ist doch hier schon ziemlich viel überflüssig. Ah, das wird schön. So. Gut, also dann geht's jetzt dran. Wir wollen die rote Chipsfabrik machen. So. Das heißt, wir müssen natürlich dann zusehen, dass wir irgendwo die normalen Chips herkriegen. Also die Holzchips, die wollen wir machen. Die nehmen wir nicht aus dem Bus. Die nehmen wir dann erst wieder aus dem Bus, wenn wir so oben für irgendwelche anderen Sachen brauchen. Dann nehmen wir... Dann nehmen wir die grüne Chipsfabrik uns natürlich vor und setzen die da hinten dran. Und das also in diesem kompletten System hier. Und dann halt eben so viel, dass genügend braune Chips bei rumkommen. Und natürlich auch braun bestückte Chips. Nee, braun bestückte Chips machen wir selber hier schon. Okay, braune Chips müssen wir hier machen. Da haben wir hier bloß ein Band reingelegt. Wir werden natürlich genau diese Produktionskette, wie sie hier unten ist, mit den braunen, also nicht im vollen Umfang, aber im halben Umfang nachbauen. Also das Stück hier werden wir einfach davor setzen. Ohne die Kisten natürlich. Da geht es nämlich nur aufs Förderband drauf. So. Das sollte dann nämlich funktionieren. Da müssen wir mal ausrechnen, wie viel wir da hinten brauchen, aber es sollte so gehen. Gut, also, dann brauchen wir Fabriken, jede Menge, die wir da hinstellen müssen. Wir können es da unten abgucken, aber wir machen natürlich hier oben fleißig alles im Neubau. Wir fangen auch relativ weit oben an zu bauen, weil wir unten uns Platz lassen wollen für die ganzen Materialien, die wir dann uns herantransportieren müssen. Das heißt, wir lassen hier unten durchaus mal... ja, doch so Platz, ja. Wir fangen hier an mit dem ersten, mit der ersten Fabrikgeschichte. So. Da setzen wir die erste Fabrik hin. So,
Die kriegt dann geliefert Kupfer und macht aus diesem Kupfer diese Kupferdrähte. Und die andere kriegt dann die Bretterfabrik, ne? Da müssen wir dann Holz hin und dann müssen wir da die Bretter draußen machen. Warte, Moment, ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, das war so. Nee, dann ist doch schon... Warte mal. Ach, jetzt habe ich das schon wieder vergessen, ne? Ah, wir können ja Spiel orientieren. So, wir brauchen hier unten Bretter, genau. Und dann die Kupfergeschichte. Jeweils 4 Stück. Alles klar. Jeweils 4 Stück machen wir. Gut. Also hier einen Viererwürfel hinbauen. Der in der Mitte belagert wird oder in der Mitte beladen wird und nach außen ablagert. Den werden wir dann hier hinten noch brauchen wieder. So, dazwischen kommt natürlich dann das Busgelege hier, dass wir das dann abtransportieren. So, hier wird quasi ein Rohstoff reingegeben. Hier wird ein Rohstoff reingegeben. Der hier von außen kommt. Hier wird dann ein Rohstoff abtransportiert. Nee, warte, der muss dann eins höher gehen hier irgendwo, so. Damit der denn da mit abtransportiert wird. Hier wird ein Rohstoff abtransportiert. Hier wird dann abtransportiert. So, geht der hoch, da geht der hoch. So, da müssen wir natürlich noch gucken, wie war das am blödesten in die Mitte kriegen denn. Oder aus der Mitte herauskriegen. Warte, wie habe ich das unten gemacht? Da habe ich dann... Die Rollen nach außen. Ah ja, und das habe ich dann zusammengelegt. Alles klar. Gut, dann ist es doch eigentlich sinnvoller, das Holz in der Mitte zu machen und die Rollen vorne. Damit die Rollen quasi von außen kommen und das Holz dann von innen kommt. Alles klar. Gut, dann können wir das Holz quasi... das Holz quasi dann hier nach innen legen. So, dass das Holz in der Mitte liegt. Und dann können wir hier das da anschließen. So. Und das legen wir dann außen drumherum und lassen das hier lang fahren. Und das legen wir genauso außen drumherum und lassen das hier lang fahren. So. Dort werden quasi jetzt Kupferdrähte hergestellt. Warte mal, wie viel Kupferdrähte brauche ich denn noch? Ich brauche dann noch ein paar Mal Kupferdrähte, oder? Habe ich noch mal Kupferdrähte? Ja, wir gucken nochmal. Also, hier brauche ich keine. Ne, Kupferdrähte brauche ich dann wirklich nicht mehr. Ich brauche dann nur noch die Boulder und Metall anscheinend nochmal, genau. So, okay, dann haben wir hier Kupfer, das. Kupferrollen kommen hier an. Das wird hier vereinzelt und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fabriken stehen hier. Weiß nicht, ob das passt, aber wir machen da einfach mal 8 Fabriken hin, das sollte gehen. So, also 16 insgesamt. Und dann sollten wir hier auf jeden Fall genügend Bretter immer haben, die wir brauchen. So, und dann sagen wir hier natürlich gleich mal an, hier soll gemacht werden das. Nicht aus Papier, warte, wir brauchen das andere Rezept. Wir brauchen das Wooden Board aus Wood. Warte, sie. Wo ist das denn hin? Hier? Da. Genau. Welche habe ich jetzt gemacht? Die. So. Genau. Und hier müssen wir den Kupferdraht aus Kupferrolle. Kupferdraht aus Kupferrolle. So, gut. Dann haben wir das. So, dann kommen hier die Fabriken hin für den Bau dieser wunderschönen Chips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, geht's hier los. So. Moment. So, einmal bis da durch. Und dann haben wir hier die Chips-Fabrik quasi fertig. Also die erste, die Wooden Boards. So. Dann kommen wir mit 2 Wooden Boards quasi an und wollen das nächste produzieren. So, dann müssen wir dann also erstmal die Rollen machen und die Rollen machen. Ja, das machen wir mit jeweils 3 Fabriken, glaube ich, das reicht uns aus. Okay. Also jetzt muss ja schon quasi diese Fabrikation hier starten. Und dann geht das weiter. Gut, okay, dann machen wir erstmal das, dann bauen wir das auf, das bauen wir da drüben dann weiter auf. Habe ich da einen Blueprint von gemacht? Wahrscheinlich nicht, aber wir könnten uns jetzt mal schnell einen Blueprint davon machen, ne? Weil das sieht ja eigentlich schon gar nicht schlecht aus. Und dann machen wir nochmal 4 in der Mitte. Das ist eigentlich auch doof, ne? Warte mal, was haben wir denn hier? Wie haben wir das denn gemacht? Wir haben hier
Die legen so raus. Was braucht ihr denn alles? Ihr braucht Solder, ihr braucht das und das. Ach so, das ist ja denn hier eine Eigenproduktion, genau. Die Dinge habe ich hier mal einzeln produzieren lassen, weil wir gar nicht so viel Material dran haben. Ah, ja. Jetzt wird mir einiges klar. Alles klar, okay, gut. Also müssen wir auch Kohle noch hier ran transportieren wieder und das alles. Gut, den Randtransport machen wir natürlich alles hier unten und dann verteilen wir das. Ne? Hier unten ist dann immer so der Strang, wo alle Materialien durchgehen. Dann machen wir jetzt erstmal den Bus etwas länger. Den brauchen wir nicht länger machen, den brauchen wir auch nicht länger machen, den müssen wir länger machen. Eigentlich müssen wir den auch nicht länger machen, wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Wir brauchen jetzt erstmal die Kohle hier, den können wir erstmal da durchziehen. So. Nee, gib den mal her. So, dann ziehen wir das mal durch bis nach oben hin. Einen zu weit gezogen. So. Das Zeug brauchen wir. Wir brauchen... Weil das Holz holen wir ja von da hinten. Also da müssen wir jetzt noch einen durchlegen, der von hinten kommt mit dem Holz. Wir brauchen die Kupferrollen. Die haben wir... Nee. Die haben wir hier. Alles klar. Gut, gut, Baba. Dann wollen wir die doch mal rüberholen auf die andere Straßenseite. Das war doof. Das auch. Könnt die Maus schon wieder nehmen und eigentlich, also mal gut, dass sie eine Schnur hat. Die hat nämlich einen begrenzten Flugradius. Ich glaube, ich brauchte echt mal eine neue oder so. Oder eine andere. Also ich finde die Maus echt, die ist nicht gelungen. Logitech? Nein. Keine Ahnung, was da für ein Automatismus drin ist, aber es nervt mich tierisch ab, das Ding. So, ah, Steine habe ich noch. Da kann ich hier die Steine sogar nochmal reinlegen, wenn ich da welche brauche. Später. So, Kohle haben wir. Das haben wir. Dann brauchen wir Solder. Solder haben wir hier. Dann legen wir hier auch nochmal das Förderband schon mal hoch. So, und dann legen wir hier, damit ich dazwischen nochmal auch das Förderband gleich runter hier, weil das ist ja auch Solar drauf. Den können wir dann ja auch schon mal mit hochholen. So. Klick, Klick, Glück. Könnte sein, dass wir jetzt nicht mehr genügend davon bei haben. Bei meinem Glück. Ne, 8 Stück haben wir noch, die reichen nochmal. So. Gut. Also, wir haben jetzt Kohle, wir haben Solder, wir haben diese Kullerchens. Das müssen wir natürlich dann hier rüberholen, alles mit einem Rang. Der geht hier ungesehen dran vorbei. Den könnten wir also auch hochbauen schon. Ja komm, dann bauen wir den hoch und den bauen wir schon hoch. Und den bauen wir dann, aber reißen wir das hier ab. Und, genau, das reißen wir hier schon mal ab. Da geht nämlich der grüne Chipbus dann hoch. Gelacht. So, der geht nämlich dann hier hoch. Alles klar. Gut. Und hier kommt dann der rote Chipbus. So, die Bretter können wir nämlich jetzt schon mal in die Hand nehmen, weil die können wir ja, die können wir ja hier reinschmeißen. Das funktioniert. So. Oh ja, wir haben auch schon jede Menge Bretter eingesammelt wieder auf dem kleinen Stück hier, meine Herren. So, gut. Dann haben wir das. Dann haben wir dort die Chips, die wir brauchen. Gut, dann nehmen wir doch mal, lass mal hier die Chips produzieren. Also die Bretter produzieren, die wir hier brauchen. Das können wir ja schon mal auswählen. Wo ist denn hier? Da, nee. Warte mal, wo waren die denn? Da sind die. Die haben wir jetzt hier am Machen. So. Davon haben wir dann zwei Stränge. Weil ich weiß nicht, ob ich zwei auf einen lege, aber ich lege, glaube ich, beide durch. Das heißt, ich kann hier wieder auch kein Blueprint nehmen. Na gut. Das ist ja wieder toll. So, wir brauchen jetzt nochmal eine Blockfabrik, der quasi, also dann legen wir die erstmal nach außen raus. Halt, Quatsch. Verdammt. Dann legen wir die jetzt eins nach außen raus, weil ja dann das nächste Stück hier ankommt. Und ne, da kommen zwei an, ne? Dann legen wir das mal zwei nach draußen. Ja. So. Weil da, wenn ja zwei Produkte kommen, da ja noch, die ich mit der Mitte ja, die nach außen dann also ablegen. Genau. So. Da kommen noch zwei Produkte.
Das heißt, wir machen jetzt hier einen Sechser. Upsala. Wir machen jetzt hier einen Sechserwürfel hin. Mit Fabriken. 1, 2, 3, 4. Das ist viel zu hoch. Ach, guck mal. Wir hätten doch bloß 1 nach draußen gehen müssen, weil hier die Fabrik 1 näher rankommt an die Mitte. Naja. So, einmal 3. Zweimal 3. Nochmal 3. Nochmal 3. So. Gut, dann haben wir nämlich. Das ist jetzt doch 1 zu hoch. Klar, logisch. War ja wieder. War ja klar, dass wir das genau falsch rum bauen. Konnte gar nicht anders sein. So, dann nehmen wir das hier mit und legen das dann hier auch an die Kante. Und dann nehmen wir das hier mit. Zip. Und legen das hier an die Kante. Und dann sieht das schon mal ganz gut aus. So, dann brauchen wir hier einen, der quasi hier bis dahin geht. Und hier einen, der bis dahin geht. So. So, und dann nehmen wir den hier eins hoch. Und legen den auch bis an die Ecke ran. So. Wir haben jetzt die Möglichkeit natürlich hier noch irgendwas zu machen, was wir machen wollen. Werden aber erstmal hier quasi dann den Rohstoff uns anliefern lassen. Der dann... Ja, das machen wir unterirdisch. Das ist dann einfacher. Dann können wir nämlich hier ein bisschen enger die ganze Sache machen. So, dann wird hier auch... Die beiden werden unterirdisch. Und hier kommt nochmal ein Rohstoff angefahren. So, der geht bis durch. So, zack, zack. So. Nee. Der Rohrstoff, da muss ein höher. Dann hätte er auch hier runtergeschwimmen können. Na gut. So, hier kann man dann einen Rohstoff anschließen. Hier können wir einen Rohstoff anschließen. So, und das Holz, das holen wir jetzt mal. Wo hole ich denn das? Auf welcher Linie? Hole ich auf der untersten Linie, weil ich nicht weiß, wie breit ich werde, ne? Genau, da hole ich jetzt erstmal das Holz ran. Ja. Das heißt, jetzt rennen wir hier einmal quer rüber und holen ein Band Holz vom Holz dort hinten hier rüber. So. Wie viel Unterirdisch habe ich denn noch? Gar keine mehr, ne? Ah, ich habe da hinten hier die Kisten stehen, da kann ich hier rangehen. Da kann ich mir hier noch ein bisschen was holen. So. Ja, ist schon ein weiter Weg, aber wir werden uns auch zu viel Platz gelassen haben für die Fabrik. Aber, na, weiß man nicht. Keine Ahnung. Also die, was mit der gelben, mit der grünen Fabrik dahinter dran, dass die nur für die rote da ist und so, dass die dann richtig schön feinsäuberlich produzieren können. Ich glaube, das ist schon ganz in Ordnung so. So, dann brauchen wir hier jetzt das Holz. Das Holz liegt natürlich ganz hinten. Das war natürlich auch wieder zu erwarten, dass sowas passiert. So, dann gehen wir hier mal kurz ran und holen uns mal ein paar unterirdische Förderbänder, weil hier müssten ein paar Stück drin sein. Dann nehmen wir uns noch ein paar normale Förderbänder mit. So, dann können wir nämlich wieder ein bisschen was bauen. Alles klar. So, hier muss jetzt der Strauchdieb rein. Und natürlich haben wir das so knapp gebaut, dass das natürlich nicht passt. So. Gut, dann jetzt hier unterirdisch werden bitte. Da unterirdisch werden bitte. Da unterirdisch werden bitte. Hier brauchen wir nochmal ein Stück Förderband. So. Dann mal mitgelaufen. Förderband. Noch eins. So. Und wie gesagt, wir müssen da wirklich nachher von ganz unten rumkommen, weil wir nämlich für die erste Produktion auch so ein langes Förderband fürs Holz legen müssen. Ah, schwierig, ist aber so. So, naja, umso mehr lagert hier auf Förderbändern, ne? Ist ja auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir nämlich vorne ankommen hier mit den Holzbrettern und jetzt könnten wir die hier wahrscheinlich dann um die Ecke legen. Und dann ist interessant, wie wir das machen. Dann mache ich die hier auch unterirdisch weiter. So. Ach, hier brauche ich es ja nicht mal.
Momentchen bitte. Mal ein Stück zurück. Brauche ich ja hier, ne? Hier gehe ich dann lang. So. Huch, da ran. So. Huge. Das ist ja dann egal hier eigentlich. Wieso ist das denn so lang geworden hier? Das Rausgebeband. Das eine müssen wir dann hier unterirdisch legen. Ne? Und dann müssen wir hier die auch unterirdisch legen. Dann gucken wir nachher, ob das denn ausreicht von dem Material, was wir alles anbringen. Ob das unterirdisch hingeht. So. Dann haben wir da einen Eingang, da einen Eingang, da einen Eingang. Und hier mal war ein Eingang, der hier anliefert. Dann sind die drei Bahnen schon mal besetzt. Gut. So. Sehr schön. Dann holen wir uns schon mal die Rollen ran hier. Ach, da drauf rumlaufen wäre natürlich Blödsinn. So. Natürlich auch Blödsinn, ne? Eigentlich müsste ich ja hier schon mal gucken, wo die ganzen Förderbänder hochgehen. Naja gut, das brauche ich dann alles wieder gerade und schief und mache das dann alles so, wie es hingehört. Naja. So, weiter geht's. Nee, das brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Solder, wo habe ich denn Solder? Ich brauche die Rollen hier, ne? Die wollte ich haben, genau. So, die Rollen wollte ich haben. So. Und dann brauchen wir das Unterirdische. So. So. Ah. Das sieht doch gut aus. Das überbrücken hier. Die Kohle müssen wir auch noch anliefern. So. Gut. Dann haben wir zumindest schon mal auch das mit hier drin. Gut, dann war jetzt Anlieferung für hier. Warte mal, da müssen wir mal ganz kurz gucken, was muss ich da machen. Wollte ich da, habe ich das Solder gemacht oder habe ich da... da habe ich die grünen Kabel gemacht. Alles klar, dann brauchen wir jetzt hier das grüne Schnüre aus Rollen. Das heißt, wir müssen die grünen Rollen holen und hier machen wir den Solder, wenn ich das richtig sehe oder richtig gesehen habe. Gut, ja, da haben wir das Solder hier. Gut, also auf der oberen Schiene kommt die grüne Rolle hin. Hier ist ein Strommast im Weg. Das ist jetzt erstmal nicht so schön. So. Hier kommt die grüne Rolle hin. Ich glaube, ich habe das Ding falsch umgebaut, ne? Sehe ich doch schon wieder. So. Hier. Was macht er denn? So. Hier kommt die grüne Rolle drauf. Gucken wir mal da drauf treffen. Das müsste ja kurz hinterm Kupfer eigentlich sein hier. Warte mal, wo sind die? Ah, die habe ich nämlich verlängert. Alles klar. Gut. Dann hier so und dann hier rüber. Und dann kommt hier das grüne, dann kommt hier erstmal Zinn und dann kommt da drüben die grüne Rolle. Alles klar, wir brauchen nochmal, warte mal, wir nehmen den hier einfach. Ziehen das mal denn hier hoch. Lassen bauen. So. Und dann nehmen noch zwei. Oh, dann nehmen sie auch noch zwei. Lassen wir auch gleich bauen. Wenn sie schon einmal dabei sind. Ne? Aluminium brauchen wir nachher auch noch. Aber alles noch anliefern. So. Es kann auch sein, dass ich bei Aluminium vielleicht zwei Bänder anliefern muss, damit ich genügend Aluminium habe. Weil das Aluminium hungrig war, das ganz schön, das Projekt. Warte mal, jetzt können wir hier noch gleich auch die Steine legen, wenn wir schon einmal dabei sind. Und die Folge ist auch schon wieder 28 Minuten halt. Mann, ich wollte 20 Minuten mal machen. Nein, das ist, nee. Wenn man so ein Bauwahn ist, ne, da kommt man halt nicht drum herum. Gut, dann beende ich die Folge jetzt hier an der Stelle. Wir haben es zumindest schon mal, also der Plan steht schon mal ganz gut fest, wie wir das jetzt machen, wie wir unsere Produktion dort aufbauen und die Produktionen oder die weiteren Produktionen aufbauen, um unsere Chips dann irgendwann mal herzustellen. Die roten natürlich. Die roten. Oh, das wird schön. Das ist schön, das ganze Band vorlegen und so. Könnte einen kleinen Overkill geben da an der Stelle, aber das ist mir erstmal egal. Ich probiere es trotzdem so durchzukriegen. Und werde jetzt dann gleich auch Tschüss sagen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis denn. Tschüss.